Willkommen zurück zu Lufia in der Ahnenhöhle. Wir sind Stufe 29 und es wird Zeit weiter runterzugehen nach Ebene U60 mit einer Kiste und einem Kraftwasser und der nächsten Treppe, sehr gut. So langsam aber sicher geht's immer näher in die Gebiete rein, wo einfach alles uns mit einem Schlag töten wird, wenn's uns erwischt. Also müssen wir immer mehr aufpassen, vor allen Dingen solche Gegner da sind sehr gefährlich. Der da ist zum Glück eingesperrt in diesen Büschen. Allerdings könnten diese Viecher uns innerhalb von einer Kampfrunde mal eben erledigen und wir können die auch nicht per Hinterhaltsangriff attackieren, aufgrund dessen Sprite. Yay, wir haben Abaddon gefunden, den stärksten Lichtzauber des Spiels, den wir nicht benutzen können, weil wir niemanden haben, der Licht benutzen kann. Na, immerhin haben wir jetzt Sog gefunden. Unendliche MP, wenn wir irgendwo Gegner finden, den wir Sog denn überhaupt reinhauen können. Jetzt kommen wir nämlich langsam in Gebiete, wo die Gegner alle so schnell sein werden, da können wir Sog nicht mehr einfach so benutzen. Und Helfer auch noch gefunden! Oh. Gute Kombination, damit haben wir jetzt einen MP-Entzugszauber und einen Wiederbelebungszauber. Und weil wir da vorne zu viele Gegner sind, die uns anrempeln wollen, hauen wir jetzt mal ab aus dem Stoff, weil wir wissen ja schon, wo die Treppe ist. Ah, Moment. Hier ist noch eine Tür. Nö. Nicht interessant genug, ich gehe weiter. Weiter nach Ebene U61. Ech, außerdem wieder Golems, die uns verfolgen wollen. Die Viecher da oben machen nichts Besonderes. Oh, da ist die Treppe. Da der schon abgelassen hat, schnappe ich mir mal die Federjacke. Wir gucken mal zumindest eben in den Raum hier rein, ob hier was ist. Nö. Volle Sackgasse, also geht's weiter mit dem nächsten Stockwerk, schätze ich. Und tschüss. Kurzer Besuch auf U61. Ach Gott. Wir stehen direkt auf der Treppe, das ist wunderbar, ich hau sofort ab. Die Viecher sind mir zu gefährlich. U63. Glotzer. Krafttrank gefunden, die sollten wir nicht alle zu uns hinkommen lassen. Die Glotze sind zum Glück nicht übermäßig gefährlich, aber wenn wir es vermeiden können, dann vermeiden wir es, gegen die zu kämpfen. Ich glaube, an dem kommen wir nicht vorbei. Komm mal her, Glotzer. Machen wir einen Sidestep gegen den. Ach du Schande. 4 Stück. Ja, gut, dass wir einen Kampfvorteil gegen die gekriegt haben. Ich hoffe, unsere Einschlag-K.O.-Attacken funktionieren gut. Zack. Watz! Du tötest mal den, du tötest mal den. Zack. Wunderbar, Zaubersirup behalten. Oh, ich habe überlegt, Sog gegen die zu benutzen, aber ein Zaubersirup ist natürlich genauso gut. Jetzt, wo wir Helfer haben, sollten wir mal einen Zaubersirup auf Maxim verwenden, damit er auch mal MP hat. Und, ja. Tier brauchen wir erstmal keinen geben, da sparen wir uns den lieber. Der hängt da vorne fest. Da vorne ist noch eine Tür. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Krafttrank gefunden. Nett. Würde ich mich nicht drüber beschweren. Naja, eigentlich schon. Ist ein verdammter Trank. Und Krafttropfen gefunden. Okay, da oben geht's wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Ist die Treppe vielleicht. Bah! Na toll. Na toll. Ernsthaft. Kommen wir niemals dran. Okay, können wir die irgendwie so bewegen lassen, dass wir an denen vorbeigehen können? Zack, zack, perfekt. Wunderbar. Ebene U64. Lebenssaft gefunden. Tasche Lebenssaft, füllt KP vollständig auf, ja. Gehen wir an Maxim, gibt ganze plus 3, ist nicht viel, aber immerhin. Vielleicht überlebt er dadurch irgendwann mal irgendwo eine Attacke mit einem HP mehr. Oder auch nicht. Da ist die Treppe. Natürlich bewacht von einem Gegner. Und ein Megaschwert! So langsam aber sicher sammeln wir Items zusammen, die es nur in der Ahnenhöhle gibt. Oh. Krabbeltöter! Ja, Items, die es nur in der Ahnenhöhle gibt. Krabbeltöter. Gut, dann locken wir den da wohl mal weg. Kommen Sie her, mein Freund. Kommen Sie her, mein Freund. Einmal hier rum, bitte. Jop. Und das war's. Nächstes Stockwerk. Ist U65. Blocktropfen und direkt die Treppe. Schnell voranzukommen ist ja gut und schön, aber je schneller wir vorankommen, desto schneller kommen wir in Gefilde, wo wir einfach von allem umgebracht werden. Und wenn irgendwo mal irgendwann ein Gegner einfach so hinter einer Tür spawnt, an dem wir nicht vorbeikommen mit unseren beiden Charakteren, dann war es das einfach mit unserem Durchlauf durch die Ahnenhöhle. Oder wenn irgendwo ein teleportierender Gegner hinter einer Tür steht, der direkt in uns rein teleportieren möchte. Keule gefunden. Noch irgendwas hier vorne in dem Raum? Nö. Dann verziehen wir uns. Wenn es hier nichts Interessantes mehr gibt, gucken wir noch eben schnell unten beim Südausgang dieses Raumes, ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo blaue Truhen mitzunehmen. Sieht aber gerade nicht sehr spendabel aus hier.
Nö. Eine rote Truhe haben wir. Mit dem Kraftwasser hat sich total gelohnt, den Umweg zu machen. An den Krakenviechern da vorne vorbei. Eher nicht. Und hier wird... Oh, noch ein Raum sein. Zwei Räume sein, meine Güte. Okay. Ist noch eine rote Kiste mit Gegnern. Und... gar nichts. Dann lassen wir das mit der roten Kiste sein und gehen einfach weiter. Tschüss, Stockwerk. Es geht weiter. In den 60er Stockwerken mit U66 und einem Echsen-Ex direkt vor unserer Nase. Wäre nützlich, wenn wir nicht mit tödlichen Waffen spielen würden. Okay. Keine Gegner, finde ich gut, aber 1.004.000 Türen, durch die wir durchgehen können. Leinenpanzer. Oh, Hilfe. Da müssen wir gut aufpassen. Da ist nix. Natürlich, 1.004.000 Türen heißt doch immer 4.002.000 Sackgassen. Ach du Schande. Ist das echt ein Partyraum? Ja, das ist... Ach du Schande, das ist ein Partyraum mit einer blauen Kiste drin, aber so vielen Goldgolems. Oh, wie fies. Boah, ist das fies. Ja, kann ein bisschen dauern. Okay, wir machen uns mal an die Arbeit. Der Löwe kommt erstmal in unsere Richtung. Kommen Sie, Mr. Löwe. Noch ein paar Schritte. Okay, jetzt umdrehen bitte. Umdrehen bitte, kannst du dich umdrehen? Oder kommen die, naja, die scheinen immer in unsere Richtung zu laufen. Das ist natürlich doof. Gucken, ob wir die hier vorne hinlocken können, wenn wir hier ein bisschen gegen die Wand laufen. Tap, 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 tap. Gucken, ob das funktioniert hat. Nein, die sind immer noch da. Hm, also ungünstig. Ja, dann müssen wir wohl gegen die Sphinxen in den Nahkampf gehen. Ich meine, wir sind schneller als die Viecher, aber das Problem ist, dass wir verfehlen können. Okay, er greift normal an, das ist gut. Ich meine, ich habe ganz viele von den Sphinxen im Hauptspiel getötet, um unseren Geldbedarf ein bisschen zu füllen. Okay. Die sind nicht so unglaublich gefährlich, aber sie können immerhin ihren blöden Rätselfluch machen und uns verwirren, was sehr ungünstig wäre, wenn wir tödliche Waffen in der Hand halten. Okay. Komm mal hier runter. Ach, oder ich komme zu dir, ist mir auch egal. Ist nur eine Sphinx. Zack. Tot. Und nächste. Zack, zack. Stirb. Zack. Wunderbar. Bazook Level Up. Okay, du kommst zu mir, Mr. Golem. Mr. Golem, du bist mein bester Freund. Oder auch nicht. Kommen Sie her. Und zur Tür. Einen Schritt kannst du noch. Komm, ich glaube nicht. Okay. So, dann dreh dich mal weg. Und Backstab! Du greifst zuerst an. Verdammte Goldgolems. Ich hasse diese Viecher. Nummer 1. Watz, natürlich. Oh, Heilakku. Das ist aber gütig. Watz. Kein Statusgehalt. Dankeschön, Kapselmonster. Bist mal wieder gütig mit uns. Maxim wurde aufgestuft. Und oh, unser Kapselmonster hat Regeneration gelernt. Ja. Heilakku gerade hat letztes Mal verwendet, wie es aussieht. Jetzt kann er Regeneration, was alle heilt. Nächster, bitte. Wie gesagt, kann sich nur um Jahre handeln, um an die blaue Kiste da oben ranzukommen. Kommen Sie her. Noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. Oh, der sieht mich noch nicht. Noch ein Schritt. Hallo. Dankeschön. So, und einmal zur Tür kommen, bitte. Und einmal wegdrehen. Backstab! Noch ein Team von zwei Goldgolems. Zwei Goldgolems sind immer sowieso noch akzeptabel. Drei Goldgolems ist, wo es immer kritisch wird. Und wenn wir sie nicht backstabben, haben wir generell ein Problem. Unser erstes Loot von diesem ganzen Chaos hier ist ein Multischwert. Okay, der hängt da fest. Hallo, Mr. Löwe. Sphinx, Sphinx. Töten wir die mal schnell. Super, Maxim. Ich bin wieder stolz auf dich. Was macht sie? Ach, unser Kapselmonster angreifen. Das ist okay. Zwingen sind ja zum Glück noch Hauptspielgegner. Die sind noch nicht so übermäßig gefährlich. Wie viele der Ahnenhöhlen eigenen Gegner. Das kriegen wir schön. Das ist ein Eron-Schwert. Aha.
So, dann müssen wir den da jetzt erstmal weglocken. Kommen Sie mit, Mr. Gole. Außerdem kommt da die nächste Sphinx, die uns gesehen hat. Noch ein Stück, noch ein Stück. Die gute alte Ahnenhöhle. Manchmal hat die solche Sektionen hier, da kann man sich nur freuen. Dreh dich um und Backstab. Du greifst zuerst an gegen 3 Goldgolems. So, gegen die ist es total notwendig, dass wir sie backstabben. Ansonsten ist das viel zu gefährlich. Blitzattacke! Unser Kapselmonster versucht sich nützlich zu machen mit wie viel Schaden? Immerhin 222. Boah, unglaublich. Was ein Engel. Und Maxim wurde aufgestuft. Und Tia wurde, glaube ich, aufgestuft. Ja, komm. Gegen die Sphinxen können wir auch so rausgehen. Da kriegen wir sowieso keinen Backstab gegen. Was? Was ist los, Tia? Du hast 80%ige Todeschance. Könntest du mal aufhören, jeden zweiten Angriff zu verfehlen? Das ist ja unglaublich. Ich meine, lieber gegen die Sphinxen als gegen irgendwas anderes. Aber trotzdem, Jesus, Tia. Pazook ist eine feige Sau, wie üblich. Dann müssen wir den da oben noch rausholen. Ach, der hat uns auch gesehen, herrlich. Ja, dann holen wir wohl erstmal den da. Mhm. Den anderen wollte ich gar nicht haben. Ich schätze, den haben wir jetzt auch am Hintern. Okay, kommt nicht weiter mit. Noch ein Schritt und noch ein Schritt. So, dann dreh dich um. Und weiterhin Backstabben von Goldgolems. Immerhin bin ich danach der absolute Experte fürs Töten von Goldgolems, wenn wir hiermit durch sind. Okay. Geschafft. So, dann hätten wir den Kollegen da immer noch. Hi. Eigentlich können wir den auch da... Hey. Okay. Dann müssen wir den jetzt auch töten, wenn er so weit zu uns hinkommt. Nerv. Kommt zur Tür. Tür ist mal ein Safe Spot. Kommen Sie her. Dankeschön. So, und einmal umdrehen und wieder backstabben. Du greifst zuerst an gegen 3 weitere Goldgolems. Ich habe noch nie so viele Goldgolems in einem Ahnenhöhlen-Run besiegt. Das ist unglaublich. Heilenergie. Jawohl, unser Team wird mal sinnvoll geheilt. Das ist ja unglaublich. Dankeschön, Kapselmonster. Nach ewigen Zeiten machst du dich mal wieder minimal nützlich. Du hast uns 3 MP für stark gespart. Maxim, aufgestuft. Alle aufgestuft. So, weiter geht's. Jetzt können wir ihn auch hier backstabben, weil er sich gerade so nett gedreht hat. Stabby, stabby. Wow. Zack. Wow. Und Heilenergie schon wieder. Nochmal 3 MP für Stärke gespart. Und weg mit den Viechern. Ah, endlich. So, der Weg ist frei. Mehr oder weniger, davon ist noch eine Sphinx, aber wir können jetzt zu der Kiste hingehen. Und was bisse? Doppelzwinx. Stirb! Meine Fresse, Tier! Haben die Zwing... Hallo? Haben die Sphinxen irgendwie extra Resistenz gegen Instant-Tod? Ist ja unglaublich! Wir haben beide nicht getötet! Das ist mega gefährlich. Mega gefährlich. Okay. Und Rätselfluch. Das ist gar nicht nett. Ist jemand... Yep, Maxim ist konfus. Und Maxim erholt sich. Pff, Problem gelöst. Hallo? 80%! Wir haben dreimal eine 80% Chance gerade nicht ausgenutzt. Er heilt sich, nachdem er keinen Schaden genommen hat. Das ist nett von ihm. Wow. Da macht man sich so eine Mühe mit 1000 Goldgolems und dann wird man durch sowas fast getötet, ne? Und was kriegen wir? Ein Wasserspeer? Ich meine, wir haben schon Wasserspeer, oder nicht? Das ist doch nichts Neues mehr jetzt, oder? Wasserspeer? Wasser, Wasser, Wasserspeer? Wo ist er? Da, Wassersperr 2, nö. Ja, das ganze für ein Item, das wir schon hatten. Zaubersirup außerdem gefunden. Meine Fresse, ernsthaft. So, ich hau ab von hier. Genug von diesem Stockwerk. U6, ach du Schande, U67. Und die teleportierenden Todesgeister sind wieder da. Zaubersirup gefunden, die uns einfach umbringen können, wenn sie uns von hinten erwischen. Zugehendermaßen bringen uns alle Truppen um, wenn sie uns von hinten erwischen. Und fast alle. Die Sphinxen hätten es vielleicht sogar geschafft, uns nicht zu töten. Aber die Viecher sind ganz besonders gefährlich. Wo ist die Treppe? Wer hat sie versteckt? Ich will sie benutzen. Ich will keine Sekunde länger als notwendig auf einem Stockwerk verbringen, wo es diese verdammten teleportierenden Gegner gibt, die uns einfach umbringen. Wenn sie uns erwischen. Okay, 68. Da vorne sind Zyklopen. Die natürlich genau auf der blöden Treppe stehen.
Hey, Mr. Zyklop. Hier lang. Hier lang. Dankeschön. Nein, hier hoch bitte. Nein! Ich habe einmal zu oft geschlagen. Glück gehabt. Die haben uns nicht überrascht. Komm hier rum. So. Und wir sind weg. Das passiert, wenn man einen kleinen Fehler macht, wie einen Knopf einmal zu oft zu drücken. Kampfmesser gefunden. Und außerdem wieder diese hässlichen Todesgeister. Ich bin weg. Ich bin sofort weg. Ebene U70. Naja, ist der nächste von denen. Langsam laufen. Ego-Schrauber, der kommt nämlich ganz schnell zu uns hin. Blöde Viecher, da unten ist eine Tür. Gehen wir mal hier durch. Und hier ist nix. Hat sich gelohnt. Hydra, bleibt mir bitte auch vom Hals. Alles auf diesen Stockwerken ist zu gefährlich für uns. Außer wir können es backstabben. Und dann instant töten. Kristallrobe gefunden. Mhm. Wertlos. Treppe wäre schön. Oh Gott. Treppe. Das lassen wir erstmal. Aufpassen, dass er sich nicht in unseren Raum hochteleportiert. Bis jetzt haben wir noch Hoffnung, dass die Treppe einfach hier oben ist. Wie zum Beispiel diese Treppe da vorne. Sehr schön, ich muss dort nicht dran vorbei. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ist hier oben noch irgendwas? Ja. Keine Gegner und eine Glanzrüstung. Boah, schön. Vielleicht gucken wir mal zwischendurch, ob wir irgendwas Sinnvolles gekriegt haben. Irgendwas Verbesserndes? Ja, tatsächlich, die Glanzrüstung ist besser. Kein Ego-Kraft 2. Können wir auch was Besseres für sie ausrüsten? Ja, in der Tat, das Geisterkleid haben wir. Das hätten wir schon längst mal ausrüsten können, schätze ich. Viel Spaß damit. Sonst irgendwas, was wir noch ändern wollen würden? Ich glaube nicht. Was ist denn mit einer Änderung vom Satyr-Juwel eigentlich? Ich meine, das Satyr-Juwel brauchen wir eigentlich schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr. Können wir ja das Düster-Juwel für ganz viel Magieabwehr ausrüsten. Frage ist, ob er nicht lieber das... Ach ne, er braucht das Wirbeljuwel ja für mehr Beweglichkeit, schon gut. Frage hat sich gerade geklärt. Okay, sie kriegt das Düsterjuwel, damit sie so viel Magieabwehr wie möglich hat. Die werden wir brauchen können bei manchen Gegnern hier, wenn uns mal irgendwas erwischt. Wie zum Beispiel diese verfluchten Todesgeister. Außerdem eine Eisenjacke. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Na. Nichts wirklich Interessantes, wo ich noch hingehen möchte, also... Ab hinab! Nächstes Stockwerk. U71. Mit einem Stab. Und noch mehr Gegner, an denen wir ausweichen dürfen. Mr. Dragon. Oh, da ist die Treppe. Krafttrank gefunden. Der Raum hier sieht nicht so gefährlich aus, also gucken wir mal eben in die Seitengänge. Nein, da gucke ich gar nicht erst rein. Da sind wieder diese teleportierenden Mistviecher. Wie ist hier oben? Zyklop. Und ein Kraftsirup. Hat sich total gelohnt, hier reinzugehen. Das hier wird bestimmt eine Sackgasse sein. Diese kleinen Seitenarme, die nicht mal von der Tür getrennt sind, die haben eigentlich nie irgendwas Sinnvolles. U72. Mhm. Kraftsirup gefunden. Okay, okay. Allerdings leider keine Treppe. Schauen wir doch mal. Ist hier vielleicht irgendwo... Nee. Ein langer Gang mit einer Tür am Ende. Na toll. Das ist ein Geisterschiff, die gibt es jetzt auch. Und sonst haben wir hier einen Drachen. Mr. Drache, hast du Lust, dich backstabben zu lassen oder wegzugehen? Eins von beiden, mir egal. Backstab? 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 Nein. Backstab? Nein. Oh. Der Drache ist nicht kooperativ. Jetzt geht er weg. Nein. Backstab! So, was haben... Ach du Schande. Nachtdrachen. Nö, da können wir nicht gegen kämpfen. Die Dinger sind immun gegen Instant-Tod. Heiltrank gefunden. Die Schiffe können sich zum Glück nicht bewegen. Wir sind hier nicht auf dem Wasser. Meine Güte. Ich habe hier scheinbar keinen Raum betreten, den ich betreten wollte. Heiltrank gefunden. Jetzt sagen wir noch, dass hier ist eine Sackgasse und wir müssen wieder durch den Raum zurück. Ah, Glück gehabt. Hier ist sogar die Treppe. Hier noch irgendwas, bevor ich gehe... Ja, ein Superpanzer. Zwei Kisten, die wir einfach so nehmen können, also warum nicht? Ein Heiltrank, auch nicht schlecht. Nehme ich. Und sonst noch irgendwas Spannendes. Hier sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Okay.
Dann gehen wir die Treppe hinab ins nächste Stockwerk. U73. Frostdegen gefunden. Es geht ja schnell voran, aber so langsam aber sicher müssten wir auch in die gefährlichen Genie-Territorien und sowas kommen. Was das Ganze hier nicht einfacher machen wird. Ist hier oben noch was? Yep, da ist auch noch eine Tür. Schauen wir hier doch erstmal rein. Okay, das könnten bereits die ersten, Unterweltler sein. Erzunterweltler. Dektoschwerts, die uns einfach so töten wollen. Bei 70? Weiß ich nicht. Sind die hier schon? Oder sind das noch Unholde? Speedy-Saft. Könnte gut sein, dass es schon die Erzunterweltler sind, die uns einfach töten wollen. Okay. Speedy-Saft. Speedy-Saft, Speedy-Saft, Speedy-Saft geht an Tia, damit die ein bisschen speediger ist. Und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit schneller dran sein wird als Gegner. Ich hoffe, wir müssen nicht an diesem Kerl da vorne vorbei, sonst haben wir ein Problem. Wie sieht es stattdessen irgendwo in dieser Richtung hier aus? Da vorne steht ein Zyklop oder Djinn. Eins von beiden, Platinpanzer gefunden. An dem Zyklop oder Djinn müssen wir eigentlich ohne Probleme vorbeikommen können. Aber wir haben hier auch einfach die Treppe. Ja, dann können wir uns das sparen und es geht weiter mit U74. Das ist doch nicht schlecht. Der nächste von den Kraftsirup gefunden. Wo ist die Treppe? Gibt's... Nein, da kommen wir nicht durch. Gibt's mir die Treppe. Bitte nicht hinter dieser Türe, wo dieser Erzunterwäldler da vorne vorsteht. Bitte nicht. Es musste passieren. Es musste passieren. Ich hoffe, es sind Unholde. Bitte sag mir, das sind Unholde. Unhold? Hades und Eisknecht. Ist auch nicht besser. Tötet mal den Eisknecht. Ist aber schneller als wir, meine Güte. Ich bin mir recht sicher, den da können wir nicht instant töten. Der wird untot sein. Das heißt, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen für das Viech. Ah, Heilenergie. Danke, Kapselmonster. Dankeschön. Ja, da wir sowieso voll geheilt sind, können wir auch theoretisch im Kampf bleiben. Was haben wir denn? Champion? Wir haben Champion, ne? Haben wir nicht Champion? Ich meine, wir haben Champion. Machen wir Champion drauf. Das ist wohl das Beste, was wir gegen die einsetzen können. Das sollte denen eigentlich Schaden machen, weil sie Untote sind. Das Problem ist, dass sie schneller sind als Tia. 518. Okay. Champion. Die können wir nicht einfach so töten. Regeneration, das hilft uns gar nicht, Kapselmonster. Wir müssen hier erstmal was ändern, so wird das nix. Tot. Nochmal. Ja, natürlich ist da vorne die Treppe. Machen wir einen Schritt zurück. Zack, zack. Rüstung. Wirbeljuwel ablegen. Wirbeljuwel anlegen und dann kriegst du so lange irgendwas, das deine Abwehr stärkt, denke ich mal. Das Goldauge wäre gut. Jut. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Champion! Champion! Aha, jetzt ist hier nämlich schneller als er, jetzt haben wir keine Probleme mehr. Jetzt können wir uns nämlich heilen, wenn er uns was reinwirkt. Aua, 130. 31! Champion! Heilt ihn zu Tode. Blum, 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 blum. Das Allerdümmste ist natürlich, dass Tia sich dann selber heilen muss in der Runde. Und ich glaube, wir haben keinen Stärker. Das heißt, wir müssen tatsächlich die 16 MP auf Champion für sie alleine benutzen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Wobei würde Stark uns voll genug heilen? Stark könnte tatsächlich gut genug sein. Tschüss, Kapselmonster. Champion! Maxim, heil ihn zu Tode! Ich glaube nicht, Maxim. Schon je sterben, Mann. So viel HP können die Drecksviecher noch gar nicht haben. Champion, heilt ihn! 518, jawohl. Okay, Gegner besiegt. Dann wieder zurückwechseln. Dass die Wirbeljuwel wieder gegen das... ne, Moment. Ja doch, das Düsterjuwel und er kriegt wieder das Wirbeljuwel. So, boah. Und dann kann's weitergehen. Da vorne der Raum kann mir gestohlen bleiben, da ist eh nichts Sinnvolles. U75. Ach, das wird nicht angenehmer hier. Superrobe und Gegner, die wir nicht triggern wollen. Zum Glück gab's noch keine von den Erzunterwäldlern. Das hat uns den Hintern gerettet. Aber es wird nicht besser, wie es aussieht. Boah, nee, nicht ernsthaft. Ach, ein Glück, die Treppe ist hier.
gegen Gift. Boah, wenn jetzt da vorne wieder so ein Vieh im Weg gewesen wäre, hätte ich aber geschrien. Sind wir voll geheilt und alles? Ja, ich muss nur zwischendurch mal ganz kurz verschnaufen. Die Anhöhle wird langsam sicher echt stressig. Handaxt gefunden. Okay, fahren wir die Treppe. Erstmal nicht hier. Hackebeil. Mhm, noch ein Ersatzhackebeil, falls wir irgendwo noch Hackebeile reinwerfen müssen. Hydren um Hydren. Außerdem Streitwägen, die wir austricksen können. Meine Güte. Das sind wieder Gänge hier. Ist da vorne die Wand? Ich kann es nicht sehen. Ach, ärgerlich. Dann müssen wir den erstmal dazu bringen, sich wegzudrehen. Dreh dich mal weg, Mann. Okay. Dann können wir zumindest diesen Raum hier noch schnell erkunden gehen. Ich denke zwar, es wird eine Sackgasse mit absolut nichts drin sein. Schon wieder was? Tia, was machst du? Alter! Team! Team, was macht ihr denn? Weg hier! Doppeltes Watz! Doppeltes Watz! Gut, dass sie doppelt Sog eingesetzt haben, meine Fresse. Das hätte echt übel enden können, mal wieder. Leute, ernsthaft. Ich glaub's ja nicht. Erstmal wieder die MP zurückheilen. Zaubertrank. Ja. Zaubertrank, Zaubertrank, das muss erstmal reichen. Nein, so sieht er uns. Sieht uns immer noch. Okay. Und zweiter Versuch. Jesus Christ, Team. Was? Schon wieder dreimal hintereinander die 80% Chance. Viermal hintereinander die 80% Chance nicht ausgenutzt. Wir können schon wieder tot sein. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Ich find's schön, dass sie überhaupt keine Intention haben, uns zu töten, die Viecher. Meine Fresse, ernsthaft. Und, hat sich's gelohnt? Nö, absolut nicht. Ich gehe da nicht hin, sonst triggern wir das Viech. Ich könnte ihn zwar abschütteln, aber keinen Bock. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wie viel Pech sollen wir denn noch kriegen? Ich meine, wir haben noch nicht so viel Pech gehabt, dass wir komplett vernichtet wurden. Immerhin. Aber trotzdem. Das ist ja nicht mehr auszuhalten, wie viel Pech wir hier haben. Mr. Hydra, wir müssen dich da mal irgendwie loswerden. Okay, kommen wir zumindest schon mal hier rein. So, jetzt müssen wir die... Okay, da ist ein Busch, der hilft. Okay. Bitte sag mir, dass die Treppe hier ist. Ja, ein Glück. Ach, ein weiterer Zaubertrank gefunden. Okay, wie sieht's hier in dem Raum aus? Da ist nur der Streitwagen zwischen... Boah. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin gestresst. Ich bin gestresst. Nach dem Raum mit den Goldgolems und Gegnern, die wir nicht überwinden konnten. Und der Geschichte mit den Windteufeln gerade mit... Ach, meine Fresse, 80%! Viermal 80% daneben. Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Oh, lächerlich. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. See ya.